Was ist das Hamstermodell überhaupt? Viele Programmieranfänger tun sich schwer beim Erlernen der Programmierung. Gerade am Anfang strömen doch eine ganze Menge an sehr viel abstrakten Dingen auf einen Programmieranfänger ein und er verliert häufig so das Ziel aus Augen, wo es bei der Programmierung eigentlich drum geht, nämlich das Lösen von Problemen durch Computerprogramme, und verliert sich in eher syntaktischen Feinheiten. Dafür wurde das Hamstermodell entwickelt. Es ist ein didaktisches Modell, was auf spielerische Art und Weise dem Programmieranfänger die wichtigen Programmierkonzepte vermittelt. Spielerisch in dem Sinne, dass man einen sogenannten Hamster hat, einen virtuellen Hamster, den muss man mit bestimmten Befehlen, Anweisungen durch eine virtuelle Landschaft steuern und ihn dabei bestimmte Aufgaben lösen lassen. Es gibt zwei Teile im Hamstermodell, nämlich das imperative Hamstermodell und das objektorientierte Hamstermodell. Im Imperativen geht es um die Vermittlung, um das Erlernen imperativer Sprachkonzepte, also Sprachkonzepte imperativer Programmiersprachen, und darauf aufbauend gibt es dann das objektorientierte Hamstermodell, was objektorientierte Sprachkonzepte vermittelt. Sie als Programmieranfänger können damit die objektorientierte Programmierung erlernen. Wir werden insbesondere auf das imperative Hamstermodell zu sprechen kommen, motivierend, aber auch objektorientierte Hamsterprogramme schreiben im zweiten Teil dieser Vorlesung. Das Hamstermodell ist so aufgebaut, dass der Sprachschatz, das heißt die Sprachkonzepte, inkrementell vorgestellt und eingeübt werden. Das heißt, man lernt ein Konzept der Programmierung kennen, übt es ein durch die Bearbeitung von Aufgaben, und erst wenn man ein Konzept verstanden hat, geht es weiter zum nächsten Konzept. Inkrementell wird so erreicht, dass man letztendlich alle wichtigen Programmierkonzepte durchgeht, einübt und hoffentlich versteht. Das Hamstermodell ist an Java angelehnt, das heißt, die Syntax ist an Java angelegt, der sogenannten Hamstersprache, das heißt der Programmiersprache, mit der Hamsterprogramme geschrieben werden. Und ich würde mal sagen, das sind 99,9% Java. Java-Programme und Hamsterprogramme unterscheiden sich nur an einer einzelnen Stelle, die wir dann in einer späteren Unterrichtseinheit uns auch mal anschauen werden. Das Hamstermodell ist schon relativ alt. Es wurde Anfang der 80er Jahre entwickelt und ist auch nicht das erste in dieser Reihe von sogenannten didaktischen Lernumgebungen. Vorbilder waren Logo und Carol the Robot. Logo kennen vielleicht einige, ist diese Schildkrötengrafik. Das heißt, es ist eine Sprache und ein Programmsystem, mit der man ja eine Schildkröte steuert, die bestimmte Grafiken zeichnen lässt. Und Carol the Robot ist ein analoges Modell zum Hamstermodell, wo aber kein Hamster Gegenstand der Programmierung ist, sondern ein Roboter. Allen diesen Modellen zugrunde liegt das Konzept Learning by Doing. Das heißt, im Vordergrund steht hier wirklich das selbstständige Bearbeiten von Problemen, das selbstständige Programmieren. Programmieren lernt man nicht durch Zuhören oder Zuschauen. Programmieren lernt man nur durch Selbstpraktizieren. Das heißt, Sie als Programmieranfänger sollten nicht nur diese Vorlesung sich anschauen, sondern Sie sollten auch Übungsaufgaben, sehr, sehr viele Übungsaufgaben bearbeiten, selbstständig bearbeiten. Nur dadurch lernt man wirklich Programmieren. Das Hamstermodell stellt halt jede Menge Materialien zur Verfügung, jede Menge Übungsaufgaben zur Verfügung, mit denen man halt das Erstellen von Programmen, die Softwareentwicklung lernen kann.